alle, die vorausgesagt haben, dass die Retail-Immobilien tot sind durch den Onlinehandel, so wie ich zum Beispiel, die lagen gründlich falsch. Nein, ganz im Gegenteil, Onlinehandel hat in der Tat die Branche verändert, aber noch lange nicht dem Tode geweiht. Ganz im Gegenteil, durch neue Konzepte, innovative Konzepte, wird der Retail-Immobilienmarkt gerade eben neu befeuert. Natürlich gibt es gewisse Ausformungen wie die Fachmarktzentren, die sich sehr wohl die Überlebensfrage da und dort stellen müssen, aber die High-Street-Immobilien, die Geschäftsflächen generell und ganz besonders die Einkaufszentren, die können mit neuen zukunftssicheren Konzepten, so wie die gerade im Entstehen, sind im Ausprobieren zum Teil schon mit Erfolg gekürt und mit Sicherheit weitergeführt. Diese Konzepte werden dafür sorgen, dass Retail-Immobilien grundsätzlich auch in der Zukunft ihren Platz als eine der großen Asset-Klassen haben werden. Und das zeigt auch, dass die Investoren auf das richtige Pferd gesetzt haben. Denn Retail-Immobilien waren immer wieder einer der Spitzenreiter, was die Voluminas bei den Investments betroffen haben. Und ich muss zugeben, das wohl zu Recht. Das ist Gerhard Rodler, derzeit fast live noch aus dem Twin Tower, aber schon fast vor dem Abflug hin zur MAPIC, der weltgrößten Einzelhandelsmesse in Cannes.